Hey Sportsfreunde, was geht ab? Hier sind wieder eure Sports Buddies und heute gibt es endlich Madden 20, Freunde. Ja, die Vorfreude auf die NFL-Saison wird damit verkürzt. Freunde, wir starten das erste Mal in der Historie dieses Kanals eine Franchise, also sprich ein Karrieremodus. Und wir haben uns schon das perfekte Team dafür ausgesucht, die Cleveland Browns, Freunde. Wir wollen hier eine Dynastie erschaffen, ja. Die haben so geile Moves gemacht. Ihr seht es hier schon, Odell Beckham Jr. geholt. Ja, und nicht nur das, sondern sie haben vorher auch gute Picks geholt. Letztes Jahr ging es dann richtig gut los in der NFL mit Baker Mayfield. Wir wollen das hier weitermachen und die Cleveland Browns endlich in die Playoffs bringen, Freunde. Da, wo sie hingehören. Also, let's go. Hier geht es also los. Also, gehen wir gleich mal rein als Owner, Freunde. Und hier könnt ihr euch natürlich aussuchen, wart ihr ein ehemaliger Spieler, lebenslanger Fan des Teams oder natürlich ein finanzieller Mogul. Aber wir nehmen einen Former Player, finde ich eigentlich ganz coolen Aspekt. Und hier seht ihr, was ihr dazu bekommt und was nämlich. Wir fangen natürlich mit weniger Geld an, aber ist erstmal egal. So, dann tippen wir den Namen ein, Freunde. Ich freue mich einfach auf die NFL-Saison. Ja, und Madden, ich war schon die ganze Zeit gehypt und habe gedacht, ey, ihr feiert ja auch Madden. Und deswegen habe ich gedacht, komm, machen wir auch mal eine Franchise, damit wir dieses Jahr mal so richtig durchstarten können, Freunde. Also ich freue mich auf jeden Fall und ja, ihr könnt mir gerne Sachen in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, wenn ihr auch sagt, ey, QB1, das wollen wir sehen, dann schreibt es ganz gerne in die Kommentare, meine Damen und Herren. Und dann werden wir das spielen oder sonstige Dinge, wenn ihr das ansprechen wollt, in dieser, ja, Franchise, dann tut das gerne. Wir werden hier alles Mögliche möglich machen, was ihr sehen wollt oder wenn ihr sagt, okay, nimm den und den Player, was weiß ich, dann werden wir es natürlich versuchen, Freunde. Also wir werden hier alles geben, was eben auch möglich ist. Wir haben eine richtig geile Offense, meine Damen und Herren. So, Odell Beckham Jr., Kareem Hunt, Freunde. Aber da werde ich mal gucken und werde erstmal die Kommentare abwarten. Wollen wir wirklich Kareem Hunt spielen lassen, meine Damen und Herren? Nachdem alles, was passiert ist. Ich finde Nick Chubb eigentlich super, super Running Back. Von daher werde ich Kareem Hunt erstmal, ja, eigentlich raussetzen. Nachdem, was alles passiert ist oder was er da gemacht hat, war das natürlich richtig, richtig bescheiden. Man weiß ja bis heute nicht, ob die Cleveland Browns ihn wirklich auch spielen lassen. Und hier haben wir, ja, Brew wollte ich schon sagen, nur wegen Drew. Also Baker Mayfield als Quarterback, Drew Stanton als Backup, Freunde. Und ja, das Team hier rund um die Offense, auch die O-Line, ist natürlich richtig, richtig im Munde. Njoku zum Beispiel als Tight End und einfach die Wide Receiver, schaut sich an. Wir haben Jarvis Landry und Odell Beckham Jr. Also wenn das kein geiles Duo ist und auch für mich eigentlich das beste Duo in der NFL momentan. Und die Defense sieht natürlich auch richtig gut aus. Hier, schaut es euch an, Leute. Geht es auch natürlich hier mega ab. Hier, bester Mann, Myles Garrett, ehemaliger Erstrunden-Pick der Cleveland Browns, Freunde. Und ja, wir werden gleich direkt mal loslegen hier. Wie gesagt, solltet ihr irgendwelche Sachen haben, die wir ändern können. Wir sind ja im Owner-Mode. Wir können uns zum Beispiel die finanziellen Sachen anschauen. Was nehmen wir für die Tickets? Oder wie sieht es mit Merchandise aus? Dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen was an den Preisen machen, aber das lassen wir alles erstmal so, wie es ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ja wird. Wir wollen ja versuchen, die Playoffs zu erreichen. Das ist so das Minimalziel, was wir eigentlich machen wollen, Freunde. Und mal schauen, wo es uns das Ganze eigentlich hinbringt. Wir spielen das erste Preseason-Spiel zu Hause gleich mal gegen die Washington Redskins, meine Damen und Herren. Und vielleicht werden wir hier ja ein kleines Ausrufezeichen setzen.
So, Freunde, und der Kickoff ist da. Das erste Spiel hier in Madden Franchise, ja, 20. Und Freunde, wir werden natürlich einiges ausprobieren, vor allem auch defense-mäßig. Werden wir mit einer 4-3-Formation spielen oder 3-4, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Anregungen, wie gesagt, schreibt die in die Kommentare. Ich würde sagen, los geht's. Erstes Mal Offense. Und so oft, Freunde, habe ich Madden noch gar nicht gespielt. Aber ich dachte, es ist halt auf jeden Fall... ich habe gedacht, es ist auf jeden Fall mal cool, einfach so in die Sache reinzugehen, ohne ein bisschen, ja, Ahnung zu haben. Weil wenn du in die NFL startest oder in der Preseason, dann probierst du auch viele Dinge aus. Das werden wir hier auch in der Franchise machen. Genauso wie vorher auch. So, Baker Mayfield jetzt hier mit dem Ball. Und wir werden vielleicht mal versuchen, das Brot lang auf Beckham zu werfen. Aber die Defense macht uns das Leben natürlich schwer. Und dann werden wir gleich mal hier, ja, gesackt. Weil, ja, ich bin einfach noch nicht drin, Freunde. Seid mir doch nicht böse. Wir werden viel ausprobieren, viel schauen. Ja, und vor allem mal gucken, ja, welche Formationen laufen, welche Spielzüge laufen. Wie jetzt hier in der Pistol Formation. Wir gucken einfach mal. Wir werden kurze, schnelle Dinger spielen. Und da ist er direkt. Oh, der Beckham Jr. Und dann verliert ihr das Ding. Heidewitzka, da ist das erste Ding, was ankommt. Und dann verliert ihr gleich die Pille. Was ist denn da los? Das schauen wir uns das nochmal an. Dann der Juke nach rechts und dann hält er die Pille nicht fest. Das ist natürlich... Nicht so geil. Das ist natürlich nicht das Gelbe von meinen Freunden. Aber egal, wir sind ja noch in der Preseason. Werden natürlich hier einiges austesten und mal schauen, wie es läuft. Und dann hier gleich mal der Hitstick. Case Keenum, der ja vor der Saison zu den Washington Redskins gegangen ist. Ja, der spielt hier gleich mal den ersten Snap. Ja, den kriegen wir. Komm schnell! Nein! Da wollte ich den Hitze gerade ansetzen. Und dachte, komm, der zieht dann voll durch. Ja. Ich würde sagen, wir blitzen mal voll rein. Case Keenum müssen wir jetzt mal den Sack holen hier. Am besten mit Kirksey. Ah, aber ein Backfield gestoppt. Es war ein Tackle for Loss, ja. Peterson erstmal 2 Yards nach hinten getackelt. So kann das weitergehen hier, meine Damen und Herren. Ja. Also, Preseason, wie gesagt, werden wir einiges austesten, einiges schauen, wo der Stiefel hingeht. Und wieder Tackle for Loss. Adrian Peterson, ja, diesmal war es Thompson. Aber ich würde schon sagen, Adrian Peterson, für den gibt es hier gar keinen Weg nach vorne. Also Defense macht einen sehr stabilen Eindruck, Freunde. Das gefällt mir sehr gut. So, 3. und 13, da wird auf jeden Fall ein Pass gespielt. Wie es halt meistens ist. Deswegen spielen wir eine Cover Formation. Hier 2 tief. Also Safe diesmal nach hinten gesetzt. Und ja, den sollten wir eigentlich kriegen da. Jawohl. So, auf jeden Fall aufgehalten. Ja, vielleicht können wir jetzt noch das Field Goal stoppen, weil sie sind in der Reichweite des Field Goals zu kicken. Wir wissen nicht, Freunde. Also, wir versuchen natürlich. Wobei ich festgestellt habe, dass in Madden, vor allem letztes Jahr, hat es ein paar Mal geklappt. Das war aber eher selten. Also sehr, sehr schwer, auf jeden Fall hier ein Field Goal zu blocken und das Ding sitzt. Also, 3 Punkte für die Redskins. Mal einen Laufspielzug mit Nick Chubb auf die rechte Seite. Wollen wir schauen. So. Und das Loch ist offen, Freunde. Das Loch war offen. Nick Chubb, erster Rush und direkt 13 Yards. Das geht ja gut los hier. Für den jungen Mann. Der mich letztes Jahr auch schon sehr beeindruckt hat. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir wieder in der Single Formation einiges machen können. Play Action. Rollout auf die rechte Seite. Njoku ist frei. Njoku, Junge, das Ding musst du safe fangen. Aber wir sehen, es gibt eine Flagge und es ist ein Holding. Also, da hat die O-Line mal schön festgehalten. Und es geht 10 Yards zurück, meine Damen und Herren. Wieder ein neuer erster Versuch. Wir versuchen es mal mit einer I-Formation. Und, ja, direkt mal ein Play mit einem Blocker, mit einem Fullback vorne dran. Und dann einfach mal durch die Mauer hier mit Nick Chubb. Also,
Gut aufgenommen. Da Nick Chubb über die Außen. Stiff Arm, Freunde. Also, zweiter Rush, 27 Yards. Also, ich finde, dass das Laufspiel, dass die Laufspielzüge mittlerweile gut funktionieren hier. So, und dann wieder Slants. Das hat ja letztes Jahr bei Madden 19 auch gut funktioniert mit den Slants. Das sollte auch hier bei Madden 20. Aber den darf ich niemals werfen da. Und dann kommen dann beide Linebacker zusammen. Oder Cornerbacks. Ich weiß gar nicht, wer es in dem Fall war. Aber den hätte ich nicht werfen dürfen. So mit Dritter und Sechs wieder. Also passen müssen wir noch ein bisschen reinkommen, Freunde. Aber das werden wir natürlich im Laufe. Baker Mayfield läuft hier um sein Leben. Baker Mayfield. Und dann gehen wir einfach nach unten safe. Also, ja, der Junge wäre da fast getackelt worden. Als die Pocket wirklich gerade am Kollapsen war. Da nochmal schöner Spin-Move und dann nach außen gegangen. Ja, Freunde, also, wir gehen wieder zurück zu den Wurzeln. Aber ihr seht es da oben, die Zeit läuft ab. Quarter 1 ist um. Und wir werden gleich nochmal mit Nick Chubb laufen. Denn das hat jetzt zweimal sehr, sehr gut funktioniert. Und danach werde ich mal einen Screen Pass versuchen. Also, viele, die Madden spielen, wissen, dass Screen Passes meistens in die Hose gehen. Aber wir versuchen natürlich alles hier, Freunde. Wie gesagt, Preseason, ja, erste Woche. Und da können wir einiges ausprobieren. So, und jetzt sehen wir es. Drew Stanton spielt gleich, aber das werde ich gleich ändern. Weil ich will natürlich mit den Jungs hier versuchen auch, ja, vernünftig zu spielen. Deswegen werden wir es gleich ändern. Den Spielzug gehen wir ab. Ja, Nick, Kareem Hunt, erste Mal im Game, Freunde. Und gleich wird Scheiße gebaut. Ich habe natürlich jetzt nicht alles geändert, aber ein paar Sachen auf jeden Fall. So, und dann werden wir gleich mal wieder versuchen, hier mal was zu erlaufen. Und Nick Chubb, ey, Freunde, der lässt sich richtig Geld spielen in Madden. Schon 34 Yards hat der junge Mann. So, und dann schauen wir mal. Hier nochmal die Pistol Formation. Oder ne, wir spielen mal Weak Formation. Und wenn klein Spielzug hier spielen. Der hoffentlich klappen wird. Ja, klappt. Hohoho, shit, Alter. Da wollen wir die Hürde versuchen. Duke Johnson Jr. Also Laufspielzug bei den Browns funktioniert. Vor allem die O-Line macht so die Wege frei. Die Löcher sind riesig. Gut, Freunde, ist natürlich nur Preseason, aber was soll's. Wieder Play Action. Direkt raus. Ja, ja. Njoku war's. Glaube ich hier. Ich hab's nicht gesehen. Oder war's Odell? Ich weiß gar nicht, wer die Nummern hier hat. Naja, egal. Muss ich mich nochmal reinfuchsen, Freunde. So, dann werden wir jetzt hier mal kurz vor der Endzone. Werden wir mal gucken, was wir machen. Und Ida war's. Ja, diesmal war's Njoku. Das ist der Tight End. Jetzt werden wir das Ding reinlaufen. Dritter und eins auf der 3-Yard-Linie. Und das Ding werden wir jetzt hier machen, Freunde. Haben wir First Down geholt, Freunde. Ja, First Down ist da. Was? Wieder Vierter und eins, obwohl wir auf der 2 sind. Was, wenn wir ausspielen? Wir werden ja oft vor solchen Situationen stehen. Und ich bin halt so ein Coach, sage ich mal. No risk, no fun, Freunde. Entweder verlierst du das Spiel oder gewinnst das Spiel. Keine halben Sachen, ja. Also, Baker Mayfield hier. Und da ist er offen. Nein, dann kommt er nochmal mit der Hand dran. Also, das wäre es gewesen. Erstes Spiel, noch keine Punkte auf dem Board. Zu Hause von den Browns. Ja, dann werden wir mal direkt auch wieder reinbrechen. Also, die Defense hat gut funktioniert. Vor allem jetzt, jetzt werden wir da mal richtig reinhämmern. So, und im Backfield gestoppt ist das der Safety, Freunde. Nein, aber an der 1-Yard-Linie. Also, nochmal mit einem richtig dicken Blitz jetzt starten. Alles reinhämmern, was geht. So. Alles reinpfeffern und den Safety holen, Freunde. Vor allem haben wir dann wieder Ballbesitz. Also, let's go, Defense. Komm. Und dann läuft er selber ins Aus. Was zum Teufel ist denn da los? Safety ist da, Freunde. Was war denn mit dem Quarterback los? Ja, Dwayne Haskins haben wir eben mal out of bounds gesteppt. Einfach easy.
So, aber sehr gut für uns. 2 Punkte aufs Board. Also die Defense lässt sich richtig gut spielen, meine Damen und Herren. Schöner Ball. Und ja, Landry ist da, fängt das Ei und endlich mal kriegen wir das Ding hier hin. So. Ich will nochmal probieren, das lange Brot zu werfen. Deswegen mache ich eine Hot Route auf Beckham, sodass er straight einfach nach geradeaus, also geradeaus läuft. So, 1 gegen 1. Oh, der Beckham. Ah, Mist. Ich muss noch ein bisschen mich reinfuchsen in die Steuerung. Jetzt hat er einen Pumpfake gemacht. Normalerweise war es ein Lopez letztes Jahr. Wir müssen einen Timeout nehmen. Ihr seht es da oben. 21 Sekunden noch auf der Uhr im zweiten Quarter. Und ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, hatte ich jetzt den Ball bekommen oder nicht. Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Freunde. Egal, weiter geht's. 2. und 16. Am besten jetzt ein Spielzug, wo wir out of bounds gehen können. Rollout nach links. Und dann werden wir wieder gesackt. Also, Passspiel muss ich mich wirklich noch reinfuchsen. Aber das Spiel ist ja noch nicht verloren. Alles gut. Erste Halbzeit ist auf jeden Fall am Start. 3. und 21. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Spiel mal einen Screen Pass. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ein bisschen. Ne, gar nichts. Also, schon wieder ein Sack. Ich hatte eben noch Dwayne Haskins angesprochen. Für mich eigentlich Dwayne Haskins, der First Round, also der Erstrunden-Pick, also für mich eigentlich direkt der Erstrunden-Pick. Ja, an erster Stelle meine ich damit eigentlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Also genau. In der ersten Runde, erster Pick, war für mich eigentlich gesetzt. Also ich hätte gedacht, dass die Cardinals den nehmen, aber dadurch, dass der Head Coach den Jungen natürlich kennt. Oh, jetzt aber, was ist mit Dwayne Haskins los? Was macht der Junge da? What the fuck, was spielt der da? Und wieder ein Safety, was ist denn da los, Junge? Was zum Teufel spielt der da? Ist der nervös oder was? Boah, da war aber niemand von mir. Der hat niemand den Block aufgenommen. So, also, wieder Laufspielzug, hat sich bewährt. Vielleicht kommen wir auf die 100 Yards mit Nick Chubb. Player Motion, die linke Seite und jetzt gucken wir mal. Geht das Loch wieder auf, also, geilo. Aus Nick Chubb, Alter, der läuft um sein Leben. 4 Rushes, 46 Yards, steht 4:3. Könnte auch ein Fußballspiel sein. Aber nein, Freunde, wir spielen hier American Football. Wir gehen in die Pistol Formation mit Read Option. Hätte ich den Ball abgeben sollen. Also muss ich noch so ein bisschen reinfuchsen, dass ich das erste Mal Read Option gespielt habe. Ja. Werden wir es vielleicht nochmal spielen. Mal gucken, wie es aussieht. Alter. Naja, ich muss das nochmal austesten. 3. und 17. Das ist ja da. Das die Preseason ist ja da, um auszutesten, Freunde. Von daher alles easy. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal das First Down hin. Wir führen alles gut. Und da ist das Ding. Da ist es, Freunde. Jawollo. 22 Yard. Ganz starkes Brett da vorne. Und dann nochmal Nick Chubb laufen lassen. Also Nick Chubb ist on fire. Vor allem was, da kann man nichts falsch machen. Lass den Jungen laufen. Lass den Jungen spielen. Aber da haben wir die falsche Option gewählt. Vor allem, weil der O-Liner da schon geschlagen wurde auf den ersten Metern. Gehen wir nochmal einen Screen Pass. Auf Nick Chubb. Gucken, ob das funktioniert. Eben hat es wieder nicht funktioniert. Also, Screen Passes, Freunde, in Madden sind gar nicht so einfach. So, aber wir haben die Vorblocker. Dachte ich zumindest. Und das war, glaube ich, hier, ja, Personal Foul. Face Mask. Sehr gut. Also, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack.
akzeptieren wir. Und es geht weiter nach vorne, Freunde. Wir warten ja immer noch auf den ersten Touchdown der Cleveland Browns in der neuen Saison. Ja, natürlich sind wir immer noch in der Preseason, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich hier Punkte aufs Board bringen. Und da ist alles offen in der Mitte. Jarvis Landry hier mit wunderbaren Yards. Und wir sehen es so um die Completion. 7 von 9 für Baker Mayfield. Ja, gucken wir jetzt mal an. Also Jarvis Landry hat schon 2 gefangen, 40 Yards. Macht auf jeden Fall Spaß mit dieser Offense. Also weiter geht es hier vorne. Rollout nach rechts. Und da ist er wieder, Landry. Wir werden nicht angegriffen. Und dann ist er da. Erster Touchdown, Cleveland Browns zu Hause, Preseason, Woche 1, Freunde. Jawohl, aber da war ja gar keiner in der Nähe von Landry. Da können wir das Brot einfach dorthin werfen. Also, erster PAT auch gleich mal. Wir gucken uns das mal an. Sollte eigentlich easy drin sein, das Ding. So ist es. 11 zu 3. Der Spielstand, Freunde. Wir sehen was direkt. Oh Mist, Alter, was machen wir denn da? Alter Schwede. Und dann Dwayne Haskins eben noch ausgelacht, weil er die ganze Zeit nach hinten gelaufen ist. Leco mio, ey. Aber wie gesagt, kommen wir nochmal zurück zum Thema. Ich finde ihn auf jeden Fall besser als Murray, aber das wird sich zeigen, Freunde. Wenn ihr anderer Meinung seid, haut es auch gerne in die Kommentare. Wir müssen Dwayne Haskins auf jeden Fall jetzt stoppen. 11-3 der Spielstand und da ist schon wieder das Loch offen. Da haben wir jetzt ziemlich doof gespielt in den ersten beiden Spielzügen. Und gar nicht wirklich aufgepasst. Sollen wir mal gucken, dass wir auch wirklich jetzt mal das Ding hier halten, Freunde. Nicht versuchen zu blitzen, sondern Zone spielen. Weil das Loch gerade war ziemlich groß. Und wieder so ein großes Loch, aber diesmal waren wir da. Diesmal waren wir da und jetzt gucken wir mal, dass wir die auch aufhalten können. Also ich glaube aber auch, dass das dritte Quarter jetzt vorbei ist. Ja, die lassen ihn runterlaufen. Dritte Quarter ist um, Freunde. Kriegen wir das Ding jetzt hier über die Zeit? Oder gibt es hier nochmal ein Comeback von den Redskins? Und dann wieder. Miles Garrett mit der 95 kommt da. Von der linken Seite keine Chance für den Running Back. Also, Freunde, an der 5-Yard-Linie. Es wird natürlich jetzt alles enger, je weiter die nach vorne kommen. Deswegen werden wir es mal mit dem Blitz versuchen, so dass wir vorne direkt Druck auf Dwayne Haskins machen. Ist ja ein Rookie und nach vorne der Safety. Jawohl. Wieder der Stopp. Vierter und Goal, Freunde. Also, jetzt geht's drum. Wir brauchen den Stop. Die Redskins gehen natürlich dafür, denn es ist der vierte Quarter, es sind noch 4 Minuten auf der Uhr. Die müssen jetzt Punkte aufs Brett legen. Oh, das gibt's nicht. Was ist denn da jetzt los, Flag? Warum? Jawohl, alles gut. Sehr, sehr gut. Und wir haben die Kugel, Freunde. An der eigenen 4 werden wir natürlich jetzt nicht mehr laufen, mit werfen wollte ich sagen. Also werden das Ding laufen, weil werfen bringt erstmal nichts. Boah, Nick Chubb, Alter, was ist denn mit Nick Chubb los, Junge? 5 Läufe, 54 Yards. Also, es macht auf jeden Fall richtig Bock, schon mit Nick Chubb zu spielen. Jetzt werden wir versuchen nochmal die Defense irgendwie zu locken. Passiert aber nichts. Aber First Down haben wir rausgeholt. Müsste eigentlich passen. Jawohl, so sieht's aus. Forward Progress. Und somit First Down hier, Freunde. Also, nächster Spielzug. Mal wieder ein Pass. Oh, und ich drück die ganze Zeit. Aber warum wirft er die Pille nicht weg? Also, wir haben zu viele Sacks hier kassiert. Weil wir aber auch nicht werfen. Ne, wenn es soweit ist, werfen wir nie. Deswegen, also geht das eigentlich hier auf meine Kappe.
Können wir nochmal gucken, was können wir dann schönes spielen. Uhr geht ja auch genüsslich jetzt runter. Also. Na, gucken wir nochmal. Rollout nach links. First down und wir gehen natürlich nach unten, Freunde. Und sliden dann. Aber auch Baker Mayfield hier mit guten Yards. Also Rushing ist auf jeden Fall am Start, Freunde. So kann es weitergehen. Wirklich, so kann es wirklich weitergehen. Aber wie gesagt, ich muss mich noch in viele Spielzüge reinfuchsen. Es ist wie jedes Jahr in Madden, welcher Spielzug funktioniert, welcher nicht. Da muss man halt ein bisschen schauen. Aber wir bleiben jetzt hier mal bei unserem altbewährten Mittel, dem Laufspielzug, Freunde. Boah, das ist so geil. Nick Chubb läuft da durch wie ein warmes Messer durch Butter, Alter. Den kann heute keiner aufhalten, den Jungen. Ich hoffe natürlich nur, dass sich niemand verletzt. Defense ist hier gut und eng beisammen, aber Nick Chubb findet immer ein Loch. Diesmal leider nicht. Also wir werden natürlich mit unserem Laufspielzug, was sowieso funktioniert, die Uhr hier runterlaufen lassen. Nichts mehr hier riskieren. Block ist da, super geholt und dann, eigentlich wollte ich im Bounce bleiben, aber war mir dann zu krass. Also wir schaffen noch die 100 Yards mit Nick Chubb und der Junge macht richtig Spaß, Freunde. Also, wenn ihr Madden 20 habt, spielt mal die Cleveland Browns, Nick Chubb, macht Spaß, Freunde. Richtig gut. So, wir werden den Spielzug mal ändern an der Line. Und nach rechts durchlaufen. Ah, ich wollte an ihm vorbeilaufen. Das wäre es gewesen. Aber alle haben jetzt mit dem Laufspielzug gerechnet, aber das habe ich den Redskins nicht so einfach gemacht, ihr Freunde. Jetzt laufen wir aber wieder mit Nick Chubb auf der linken Seite. Wieder Block ist da, Freunde. Laufspielzug passt. Und Nick Chubb macht die 100 voll. Also 110 Yards mit 10 Versuchen. Richtig, richtig geil. So. Und da das Laufspiel so gut funktioniert, werden wir es gleich wieder spielen mit Nick Chubb. Die Defense ein bisschen locken hier. Ein bisschen noch was an der Line ändern. Komm, schneller in Motion da. Boah, Alter, Nick Chubb, Junge, der geht nicht mal zu Boden, Alter. Egal, was da passiert. Aber komm, zum grünen Abschluss dieser Folge, Freunde, werden wir nochmal einen Touchdown schmeißen. Mal gucken, wen wir da in der Endzone erwischen können. Ne, Baker Mayfield läuft selber, Alter, hat er sich verdient. Touchdown, Browns, Freunde. Er ist aber auch schnell, der Junge. Richtig geil. Lässt sich gut spielen. So, wir machen gleich nochmal einen Fake hinterher. Haha, das ist schwer. Ist schwer in Madden. Aber 17-3, das Spiel haben wir somit auch gewonnen, Freunde. Ist jetzt nicht mehr viel, was die Redskins da machen können. Aber es hat sich schon mal sehr, sehr gut angefühlt, das erste Spiel komplett zu spielen. Und ja, also so kann es auf jeden Fall weitergehen. Und da ist der Sack und die Uhr läuft auch runter, Freunde. Ja, somit ist das Spiel auch aus. Ja, Preseason Game Nummer 1 ist in the books, wie man so schön sagt, meine Damen und Herren. Und das war's von der ersten Folge Franchise. Wenn es euch gefallen hat, hittet den Like-Button. Schaltet auf jeden Fall die Glocke ein, damit ihr hier keine Folge verpasst, Freunde. Ja, ich würde sagen, das war's. Folge 1. Wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr irgendwas schreiben wollt oder wenn ihr was erzählen wollt, wenn ihr was sagen wollt, wenn ihr Anregungen habt, gerne in die Kommentare, Freunde. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, dass ihr uns geschaut habt. Wir sind die Sports Buddies. Haut rein und tschaußen!